bescheuert. Du kannst doch nicht bei mir ausgucken. Ich muss mir selber für deinen Test machen. Heute sind wir wieder in Reine mit einem Mikrofon. Ist das nicht toll? Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Ja, das habe ich mir zu Weihnachten geschenkt. Mal gucken, ob die Qualität von dem Mikro auch gut ist. Der Weihnachtsbaum kommt am Freitag vor der Aber. Ich habe gestern was richtig Krankes an Weihnachten festgestellt. Wo ich richtig, wir haben die ganze Zeit nur gelacht. Ne? Wir haben Tränen gelacht, weil es so witzig war. Mein Gott. Also meine Freunde, wir haben heute das kleinste Mikrofon der Welt. Und wir werden heute auf Leas uralten Kanal reagieren. Eigentlich auch dein uralter Kanal, weil du mich zu allem gezwungen hast, was ich da gemacht habe. Nein, das stimmt nicht. Ich habe doch nicht gezwungen. Nicht zu allem. Ich glaube, das wird einfach ein Banger-Video werden, weil ich habe gestern schon wirklich Tränen gelacht, weil ich einfach, also wirklich, es war einfach nur wundervoll. Okay, ich würde sagen, wir gucken das erste Video rein. Bist du bereit, Lea? Ja. Ich stelle mich vor. Das ist sogar online. Das ist sogar online. Das hat mittlerweile, ja, 146.000 Aufrufe, ne? Das ist schon krank. Schauen wir rein. Also, wie du da aussiehst. Was ist das? Hallo, ich bin Lea. Wir machen jetzt einen kleinen YouTube-Kanal. Der heißt Ich, Lea und ihr Kaninchen. Wow, was ein kreativer Name. Lea und ihr Kaninchen. Mega, mega, mega Name. Das Kaninchen hat bestimmt gar keine Todesangst in diesem Moment. Das ist mein Kaninchen. Und ich bin Lea. Ich bin Lea. Wie laut kann man das schreien? Kaninchen ist so süß. Ich hörte Lea und ihr Kaninchen. Ja, das ist so gar kein Aufwand. Ich habe so gelegen. Oh, lass mal aufnehmen. Ich bin Lea. Ich bin Lea. Und mit Molly. Sie hat ganz schön. Okay, ich hoffe, ihr... Rupfst einfach die Haare aus dem Fell, Digga. Warte. Und abonnieren nicht vergessen. Ciao. Also, schon mal wirklich ein super Video. 26 Sekunden. Besser kann man sich machen. Besser gut vorgestellt. 19.000 Likes. Was? Ja. Das ist krank. Also, das ist schon mal die Vorstellung. Aber jetzt, Freunde, jetzt kommen die richtigen Goldgruben. Kurz und knapp rund ums Kaninchen. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist dein Intro. Das ist dein Intro. Wir ganz kurz noch rausgeschnitten haben, bevor sie komplett aus dem Wagen rausgesprungen. Wie asozial. Was ist das? Jetzt kommt Lea und ihr Kaninchen. Wieso im Bett? Wieso liege ich im Bett? So. Alter, richtig laut. Ja, ihr kennt das ja. Wenn man, wie kann man gut mit Kaninchen umgehen? Wenn ich klatsche, dann ist Molly auch meistens, zuckt die zusammen oder wie kann man gut... Oh Mann, wieso liegt die da so mit Todesangst? Also man muss euch einfach sagen, 10 von 10 Intro, ne? Darf, ey, guck mal, ohne Spaß, dafür, dass wir da 11 oder so waren. Das ist wirklich ein geisteskrankes Intro gewesen. Mach das mal bitte nochmal nach. Jetzt kommt Lea und ihr Kaninchen. Und jetzt nochmal die Klatsche. So, Leute! So! Nicht erschrecken. Okay, mal gucken, was du so für Tipps hast. Wenn ihr sagen, richtig kauen wollt, dann könnt ihr es am besten so machen, zwischen den Ohren. Manche mögen das nicht so unter Bauch, aber das ist ja egal. Manche hassen das, aber das ist ja egal. Warum ist das egal, das arme Tier? Ja, diese zwei Möglichkeiten sind entweder, man packt die... Boah, du wolltest sie gerade in den Ohren. So hoch und dreht die an den Körper, dann kann man die so mitnehmen. Wenn ihr wollt, dass die ganzen Videos wieder online gehen, schaut auf jeden Fall rein, das ist einfach toll. Aber ich muss auch sagen, es ist immer ein bisschen süß, ne? Ja. Genauso wie süß das nächste Video ist. Das ist wirklich krass süß. Das musst du eigentlich wieder hochladen. Passt gerade perfekt zur Weihnachtszeit. Ein frohe Weihnachten-Video von Lea von vor 10 Jahren. Ich will heute ein Video machen, in dem man einfach mal, also heute ist Weihnachten. Oh. Und in dem man einfach mal schöne Gefühle zu Weihnachten bekommt. Was einfach toll an Weihnachten ist. So ein paar Sachen, die an Weihnachten einfach schön sind. Das ist schon süß, das Video. Das ist schon sehr süß, das Video, muss man schon sagen. Oh. Ey, das ist echt ein gutes Video für dich. Was ist das denn? Leckeres Essen, Freunde. Ich hab's aufgemalt. Das ist schon ein süßes Video, muss man wirklich sagen. Ab jetzt geht's wirklich richtig bergab, weil jetzt hast du nämlich auf einmal das Schauspieltalent entdeckt. Nee, warte mal, oh mein Gott, nein, es kommt noch was Besseres. Jetzt wird's nämlich, jetzt kommt der Cringe-Back. Ich würde sagen, fangen wir an. Der Longboard-Fahrtest. Also wir müssen mal kurz als Kontext sagen. Sind wir damals ein bisschen Longboard gefahren, ne? Ich hatte mir so ein mega geiles Longboard gekauft. Das war wirklich richtig gut. Und dein Longboard war wirklich komplett erfüllt. Also scheiße, wenn wir gefahren sind, das war so anstrengend. Da hast du mal gesagt, wenn du so, oh, warte mal auf mich. Hast du dich auf dein scheiß Longboard gestellt, das einfach weiter gerollt ist? Ich warte doch. Wir haben aber trotzdem so getan, als ob es richtig gut wäre und haben jetzt einen kleinen Longboard-Fahrtest-Video gemacht. Ich würde sagen, guck mir mal, wie du so mit dem Longboard gefahren bist. Was war? Der Longboard-Fahrtest ist fast hingefallen. Warum passiert da nichts? Du konntest gar nicht davon. Ob ich anschieben musste, weil das nur 2 Sekunden gerollt ist. Also wir wollten so richtig professionell sein, halt so ein richtiges Review machen halt. Ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lea und ihr Kaninchen. Und einmal aus dem Bild gegangen. Du hast an der Kamera gesagt, geh ein bisschen rüber. Bekommen. Und zwar sieht das
so aussieht. Ich kann das niemandem empfehlen, der Song, das ist wirklich so schlecht. Ey, Freunde, wir müssen eigentlich auf jedes einzelne Video nochmal extra eingehen, aber es kommen noch so viele krasse Sachen, denn jetzt geht's richtig rund, okay? Wir haben nämlich ein Musikvideo damals gemacht. Vielleicht kennt ihr den Song Big Bang. Wir haben dann ein kleines Video rausgemacht. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein, oder? Halt dir mal den Kopf zu, ich will chill. Ey, ich finde das wirklich krass, das Musikvideo, ne? Halt dir mal den Kopf zu. Wenn man zu lange darauf kaut, schickt den Regen in die Wüste. Setz deine Sonnenbrille auf. Besser bist du voll daneben. Aber die Qualität ist eigentlich voll gut. Nicht erst dabei und das habe ich alleine gemacht, ne? Wir haben das jetzt gesagt, also wir hatten keine Hilfe für, ne? Wenn die wissen, was du weißt. Wenn die wissen, was du weißt. Warum rennst du da? Was ist das denn? Ey, aber das Musikvideo ist wirklich krass, muss man wirklich sagen. Muss man wirklich sagen. Das war wirklich gut gemacht, das Video. Oh mein Gott, mit dem Musikvideo haben wir dann auch unsere ersten 100 Abonnenten gemacht. Also ich würde sagen, da gibt es ein kleines 100-Abonnenten-Special. Hi Leute, ich wollte mich einfach mal bedanken, dass ich jetzt 100 Abonnenten habe. Oh, wie süß, du hast so einen Zettel dafür gemacht. Und 110 Likes, das ist einfach nur geil. Und dafür wollte ich mich bedanken. Einfach nur geil. Einfach nur geil, ey. Jetzt kommt der Cringe des Jahrhunderts, okay? Wir haben nämlich dann irgendwann angefangen, Vlogs zu machen. Hallo, also willkommen zu... Der Intro, wieder ein neues Intro. Hi Leute, ihr seht, die Sonne scheint mir voll ins Gesicht. Ich hab was am Mund! Schokolade am Mund! Weil es ist heute total heiß, hier gerade im Haus ist es schon... Oh, was hab ich da am Mund? Was ist unser Pool? Oh Gott, wie hässlich ist der Pool! Boah, ist das heiß, Alter. Jetzt mal ohne Spaß, das ist einer der hässlichsten Pools, die ich jemals gesehen habe. Warum ist er so eingedellt? Ist ja ein Riesenpool. Der ist so gammelig, was ist das? Jo Leute, ich habe euch ja gesagt, ich springe jetzt vielleicht hoch. Das ist so ein geiles Video, das war's. Aber das waren die Videos damals, Freunde. Man hat einfach so gefilmt, das hat einfach nur Scheiße gelabert, irgendeinen Mund da noch gehabt, irgendeine Scheiße am Mund gehabt. Und dann springen wir in den Pool und das war das Video. Das war einfach nur mega. Oh, Alter. Oh, geil. 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 Also das war wirklich einer der, also der tollsten Videos, die ich jemals gesehen habe. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu deiner Schauspielkarriere, denn die hattest du auch noch. 10 Arten von Schülersprüchen, die jeder kennt. Wow, da sind wir gespannt. Schau, ich hasse die Schule, Alter. Frag mich nicht. Scheiße. Nein, ich hab schon wieder nicht für den Test gelernt. Schülersprüche, die jeder kennt. Kann ich bei dir ausgucken? Bist du bescheuert? Du kannst nicht bei mir ausgucken. Du musst mir selber für deinen Test lernen. Oh, was? Immer so tun, als hätte man immer mehr so, wenn man das alles. Achso, das sind immer so zwei Personen, die miteinander reden sollen. Die Aufgaben sind ja eigentlich ganz einfach. Schauspielkünste sind aber immer on point gewesen. Also ich würde sagen, so ein Video muss man immer noch mal nachspielen. Wenn ihr noch mal sehen wollt von Lea, Schülersprüche, die jeder kennt, dann lasst ein Like da, Freunde. Lasst mal 10.000 Likes da, dann gucken wir mal. Okay. Dann machen wir ein neues Schülersprüche-Video. Und dann hast du wirklich eine schwere Phase. Du hast den Kanal Spiel mit mir entdeckt und hast dann Playmobil-Filme gemacht. Jetzt schauen wir rein. Und? Was wollt ihr heute so machen? Der Heiratsantrag mit Digga! Oh mein Gott. Der gute Heiratsantrag. Oh mein Gott. Also ich möchte heute dir ein Hei... Oh, jetzt hätte ich es fast gesagt. Oh, nicht... Warum, Mann? Warum hast du denn jetzt aus Versehen rausgehauen, dass du fast einen Heiratsantrag machst? Ich will den Heiratsantrag sehen jetzt hier noch. Ach, ich freue mich so. Wir müssen das feiern. Lass uns essen gehen und shoppen gehen. Wow, mega. Also wirklich mega geil. Stell dir mal vor, du machst gerade einen Antrag und dann sagst du so, wir müssen das feiern. Lass uns was essen und dann shoppen. Mega. Mega. Den würde ich mich direkt wieder trennen. Lea, ganz ehrlich, das ist wirklich ein toller Kanal. Wenn ihr wollt, dass wir das Weihnachtsvideo wieder online stellen, lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, dass Lea nochmal ein schönes 10 Arten von Schülersprüchen macht, lasst ein Like da. Ich würde sagen, das war einfach nur toll. Longboard fahren, lassen wir lieber sein. Das geht schneller als der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaff. Das ganze Team ist am Start. Das ist das Hate-Team, ja. 130 Klicks, dachte niemand, dass ich schaff. Das ist das Hate-Team, ja.